Ganz bekannt ist ja, dass die kinderärztliche Versorgung in diesem Stadtteil, der einer der ärmsten und gleichzeitig kinderreichsten in Hamburg ist, nicht gut ist. Und entsprechend belastet sind die Kinderärzte. Und da würde ich mir wünschen, dass der Stadtteil attraktiver für Ärzte wird, damit auch Kinderärzte hier gerne kommen und hier in diesem Stadtteil arbeiten wollen. Zum Beispiel, ich war bei einem Arzt, da möchte ich den Namen jetzt aber nicht nennen. Ich war da und da sagte mir, ja, Frau Husanovic, ich helfe ihm mal 20%, 80% helfen Sie selber. Ich sage, Herr Doktor, wenn ich wusste, wie ich mir selber helfen sollte, ich hätte auch die 20% von Ihnen weggenommen. Da hätte mich 100% selber geholfen. Die Unzufriedenheit der Patienten, das ist auch so eine belastende Situation, oft im Alltag, ja. Allein schon Rezepte. Wenn die mir in einem Quartal schon eine Verordnung bekommen haben und dann kommen die am Ende des Quartals nochmal und wollen natürlich vorrätig was haben. Und wenn wir an der Anmeldung das ablehnen und sagen, nee, das können wir leider nicht aufschreiben, denken die Patienten oft, dass wir, die Helferinnen vorne, das entscheiden, ob die es bekommen oder nicht. Ich würde mir wünschen, dass doch intensiver auf den Patienten eingegangen wird, wozu die Ärzte aber meistens gar keine Zeit haben. Mehr transparent, damit die einfach Verständnis dafür haben. Es wird ja halt weit oben in den höheren Positionen gewisse Sachen werden bestimmt, vorgegeben an die Mediziner und die weiter unten, die kriegen es ja gar nicht mit. Gesundheitskiosk, Ärzte-Sahne, also ganz, ganz wunderbar. Erstmal haben wir Gymnastik mit ärztlicher Unterstützung. Herr Dr. Stadtmüller ist dabei und Dr. Henning ist auch dabei. Und in Gesellschaft, Runde, da lachen wir manchmal und dann so, wunderbar. Was sehr besonders für die Familien, die hier wohnen, ist, dass viele Migrationshintergrund haben. Wir oft auch ein Problem mit den Sprachen haben. Wir sind zwar auch mit mehrsprachigen Mitarbeitern hier tätig, aber das braucht sehr viel Zeit. Das ist ganz wichtig, dass auch möglicherweise im Stadtteil noch andere Institutionen sind, die da unterstützen. Der Bedarf ist hoch. Ein Problem in den Praxen ist das bestehende Informationsdefizit hinsichtlich Vorbehandlung und Therapie. Da wir dieses Problem vor einigen Jahren schon erkannt haben, wurde eine zentrale Patientenakte entwickelt, sodass ich meine Probleme dadurch schneller lösen kann. Ich kann nachschauen, welche Medikamente und welche Behandlung der Hausarzt oder ein anderer Facharzt bereits durchgeführt hat. Ich erlebe immer wieder, dass mir Leute erzählen, sie haben so viele Medikamente, die sie einnehmen müssen. Sie wissen gar nicht, wie viel sie wann wo nehmen müssen und wissen auch gar nicht mehr, wofür die sind. Mein Vorschlag wäre, dass es eine Bestandsaufnahme mit jedem Patienten geben müsste, wo genau raufgeschrieben wird auf Papier, was nehme ich wann wie ein. Und dann auch das mal alle Jahre zum Beispiel überprüfen. Also durch Internet, Facebook und alles hat sich das Anspruchsdenken der Patienten ziemlich verändert. Die wissen eigentlich schon, was sie haben, bevor sie in die Praxis kommen zum Arzt. Ein Problem für die ländlichen Praxen ist die Gewinnung des Nachwuchses. Wir müssen Netzwerke installieren, die uns die Möglichkeit bieten, den Einzelnen aus seinem Einzelkämpferdasein herauszulösen und ihn in die Gruppe zu bringen. Ich denke, dadurch, dass wir hier auf dem Land sind und doch die Ärzte sich untereinander kennen, das finde ich das gesunde Kinzigtal auch sehr gut. Die haben dafür gesorgt, dass eigentlich noch mehr Ärzte sich untereinander kennen, läuft das drumherum die ganze Maschinerie eigentlich besser. Und dann dadurch sind, denke ich, auch die Patienten zufriedener, weil die merken, es läuft.